Könnte man zum Beispiel einfach mal Zinn rausholen hier. Oder mehr Kohle. Oh, das kann ich nicht abbauen. Moment. Geht das mit der Eisenspitzhacke? Ja. Bisschen Garnet. Der Einzige, der bei Garnet an Steven Universe denken muss. Vermutlich. Guck das eine? Ich hab's noch nicht geguckt. Ich wollte das schon immer gucken. Was ich jetzt tatsächlich gucke, ist Amphibia. Falls das irgendwie einen was sagt. Ich bin ja mehr so einer. Und ich müsste nicht unbedingt Animes sein. Nicht unbedingt, nee. Wenn dann, also ich bin dann so ein, weiß ich nicht, so ein Cartoon-Typ. Aber halt nicht so eine Standard-Cartoons, weiß ich nicht. Sondern halt schon ein bisschen was so raussticht. Ich war ein großer Fan von Adventure Time. Hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, das passt ja gar nicht zur Mine. So, das passt schon eher zur Mine. Können auch caven demnächst mal. Wo ich dann einfach mal so ein bisschen gruseligere Musik rein tue. Könnte man ja tatsächlich so eine XP-Farm draus machen, so eine Early-XP-Farm. Bei den Spinnen weiß ich noch nicht so ganz, ob das tatsächlich viel Sinn macht. Kein Kupfer hier irgendwie, ne? Oh! Taschen gleich wieder voll. Das werden wir gar nicht alles mitnehmen können. Tja, da müssen wir gleich nochmal wiederkommen. Kann ich mir den Weg denn merken? Kein Kupfer hier, das gibt's doch nicht. So tief sind wir doch gar nicht. Pass mal auf, dann machen wir hier mal so eine Erzkiste. Erz und Wertstoffe. Kann ich... Was ist er denn? Das rüber, das rüber, das rüber. Das, das. Hatte ich hier nicht auch irgendwo noch Certus-Quarz? Wir hatten noch was gefunden. Wo habe ich das denn hingetan? Ne, die nicht, die brauchen wir noch. So. Dreck kann ich wegtun, so. Ich dachte, ich hätte noch mehr... Noch mehr Zertus. Ach, da! So. Ah. Geht doch. Dafür gibt's 12 Charged. Schockierend. So. Gehen wir doch noch mal eben hin, in der Hoffnung, dass ich es finde. Kupfer? Nee, Eisen. Was ist Kupfer denn hier so selten? Müssen wir wahrscheinlich weiter abtauchen. Uran haben wir schon hier. Siehst du, der erste Reaktor schon finanziert. Schön.
Noch eine Kiste. Das können wir gar nicht alles mitnehmen. Das können wir gar nicht alles mitnehmen. Muss ich dann doch nochmal wiederkommen. Dennoch hätte ich gerne ein bisschen Kupfer gefunden. Wir sind vermutlich einfach zu hoch dafür. Für Kupfer. Sowieso vorbei. Kupfer, Kupfer, so ein Schupfers. Und ich benutze einen Tupfer. Kupfer? Nee. Ein Marmor haben wir hier. Ganz viel Marmor. Aber kein Kupfer. Ist ja nicht normal. Kein Kupfer, das ist doch doof. Also noch brauchen wir das nicht so dringend, aber mir ging es jetzt auch nur ums Erz, nicht um die Barren. Ah, hier. Weil sonst hätte ich einfach die Barren da gerade mitnehmen können. Hat wahrscheinlich jeder jetzt gedacht, Multi, warum nimmst du dann die Barren aus der blöden Kiste nicht mit? Darum. Weil ich das Erz wollte. Und warum wollte ich das Erz? Deswegen. Ja, okay. Mr. Copper und Mrs. Tin. Ich konnte einfach so Gender assume. Ja. Ich konnte einfach so Gender assume. Ich hoffe, dass sich da keine Feministin drüber beschweren wird. Dass ich das so eiskalt getan habe. Muss es nicht eigentlich, wenn es Feministen gibt, auch. Ich weiß, es klingt jetzt komisch. Maskulinisten geben. Theoretisch. Also eben Leute, die sich für die Rechte der Männer einsetzen. Die quasi darauf aufpassen, dass die Feministen sich nicht zu viel rausholen. Und die ein bisschen zügeln. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit jetzt ganz viele Leute aufgeregt habe? Gib mir was von deiner Rüstung her hier. Ah. Täuschend. Wir müssen vielleicht noch mal ein oder zwei Skelette finden, aber ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Mit etwas Glück ist vielleicht einer unter den Bäumen. Da ist eins, oder? Ja. Komm mal ran hier. Oh. Muss ich noch aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. So, siehst du, damit haben wir nämlich das geschafft. Wir können auch mal wieder ein bisschen random Zeug wegtun hier. So, alles weg. Alles weg. Hat uns das jetzt was gebracht? Dass ich jetzt diese Quest gemacht habe? Diese Quests? Schönes Paar, ja. Das stimmt. Ah, okay. Einen wertvollen goldenen Apfel, Lebensfrüchte, ein bisschen Deko. Ja. Und ein Loot-Chest. Mit Inori-Kristallen, Darksteel, Kupfer, Kupal, Amethyst, siehst du, das hat man noch nicht. Korallium. Und ganz viel anderem Zeug. Mann, eine Flasche. Nett.
So, die brauchen noch ein bisschen. Aber es geht voran. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Vielleicht hätte ich jetzt auch einfach mal die Knochen nehmen können. Könnt ihr jetzt hier einfach nochmal ein Feld daneben machen? Oh, hier vielleicht nochmal zwei Würmer verteilen. Hier nochmal einen, da nochmal einen. So. Wunderbar. Wunderbar. Ja, und was man jetzt hier pflanzt, ist eigentlich... Ja, könnte alles sein. Weizen wäre eigentlich sinnig, ne? Wäre eigentlich sinnig. Kann ich das auch so pflanzen hier? Nee, kann ich nicht. Nee. Oh. Das ist jetzt doof. Ich hatte gehofft, dass das geht. Barley könnte ich pflanzen, aber... So ein normaler Weizen wäre mir lieber. Sowas hier. So. Ein seliger Platze. Siehst du, noch mehr. Mehr! Ja! Da könnte man hier jetzt einfach einen Weg lang ziehen. Hier so lang, so ein bisschen hin und her. Könnte man hier irgendwo mal ein Häuschen aufstellen. Würde sich das hier nicht sogar anbieten? Wenn wir einfach diese Fläche hier annehmen. Auf diese Fläche hier. Ich bräuchte nur wieder lauter Müllkisten erstmal. Da kommen wir nicht dran vorbei. Könnten natürlich relativ zügig... Ein, na, sag doch mal so schnell, Lagerhaus bauen. Das wäre ja zu einfach, ne? Das wäre ja zu einfach. Könnte hier zum Beispiel schon mal anfangen. Dann aber ist die Frage, woraus bauen wir unser Haus? Warum bauen wir ein Haus? Fragen, die wichtig sind. Windy Garden, ist das das, was wir hier schon haben? 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 In die Garten, ja, gut. Da kann ich die ja nämlich abbauen. Die vermehren sich so schnell. Können wir ruhig schon mal ein paar Farben hier. Kann man schon mal gucken, was es hier so gibt. Zum Beispiel Barley, Winter Squash, Erdbeeren, Salat, Karotten, die kann ich gleich pflanzen. Weizen, Erdnüsse, Senf, Zwiebeln, Amaranth, Elderberries. Ob jemand überhaupt Amaranth noch kennt? Das ist ja auch so ein vergessenes... Ja, eine vergessene Pflanze. Eine vergessene Pflanze. Selten wird die noch angebaut. Und dann auch nur klein. Ich glaube, das gehört zu den Getreiden, aber... ich bin mir nicht ganz sicher. Chili Pepper und Korn. Können wir Popcorn machen? Ja, woraus bauen wir denn mal unser Haus, Mann? So eine der größten Fragen aller Zeiten. Woraus baue ich mein Haus? Könnten ja auch einfach mal so eiskalten Dreckhaus bauen. Man kann Dreck ja auch chiseln, ne? Ah, einfach Dreck chiseln und dann passt das schon. Gechiselter Dreck. Das gab's noch nie, das gibt's jetzt. Ja. Meine Marmor gibt's ja genug, ne? Aber so ein Marmorhaus ist meistens ausgelutscht. Andererseits, wann habe ich zuletzt mal ein Marmorhaus gebaut? Die sind halt sehr sauber, ne? So Marmorhäuser. Könnte jetzt zum Beispiel auch aus solchen Steinen was bauen.
Oder aus. Richtig aus Bricks? Hä? Meh. Aber Bricks hat. Das hatten wir alles schon, irgendwie so Brickhäuser. Ziegelsteine. Ziegelsteine ist so eine Sache. Da musst du erstmal rankommen. Auch wenn es schön aussieht, so ein Brickhaus. Sind die jetzt aggro auf mich? Oh ja, tatsächlich. Eddas Fork. Ich meine, man könnte zum Beispiel einfach diesen Turm da auseinanderbauen und dann hätte man schon ein bisschen was. Aber ich glaube wirklich. Verbuggt. Ich glaube wirklich, oh. Hallo! Na? Ein Specksschwein. Was haben wir? Dungeons in der Nähe. Schon mal interessant. Lava ist auch nicht fehl am Platz. Aber zu viel will ich auch noch gar nicht umherlaufen. Wir wollen das hier so langsam kommen lassen, ne? Das ist erst bei 71%. Ah, hier. Hey, sollte das denn? Das war jetzt aber gemein. Das war jetzt aber gemein. Wir hatten noch. Ja, da. Da sind Knochen drin. Da sind Knochen. Pass mal auf, wir werden jetzt einfach mal alle auf den Kopf hauen. Juckt mich jetzt einfach mal gar nicht. Wenn wir Appetit hätten, könnten wir das mit Dünger machen. Ich habe aber noch keinen gefunden. So, in erster Linie geht es jetzt mir darum, das mal zu vermehren. So. Ist sie. Und jetzt hier auch nochmal die Kartoffeln. So, dann haben wir nämlich gleich schon was zu essen. Ach so. Weizen. Könnte man zum Beispiel jetzt den hier machen. Da hätte man Wheat Flour, Weizenmehl. Wenn jetzt noch einen Cobblestone hätte, der hier zufällig rumliegt. Der ist hier gerade einfach so aus der Wand rausgebrochen. Ich habe es genau gesehen. Könnte man zum Beispiel ein Brot backen. Und damit richtig viel Holz verschwenden. So. Und vor allem mal eben ganz schnell pennen gehen. Wir sind für die Nacht ja noch gar nicht gerüstet irgendwie. Tja. Baue ich mir ein Haus aus. Aus. Ja, ich weiß auch noch nicht. Ich mache jetzt sowieso jetzt erstmal gleich einen Cut. Weil ich momentan noch nicht so lange Takes machen will. Geh mal eben ganz kurz pennen. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und bis dann. Tschüss.